So, da sind wir wieder. Ich mache mir Sorgen um Ben, Agent Guerra. Er wird manchmal so böse. Ich fürchte, er bringt sich noch um. Ja, der Mann ist wirklich aggressiv, aber nenn mich Eddie, okay? Agent Guerra klingt so hölzern. Agent Evans sagt, Ben ist verrückt. Ich? 30 Jahre Mörder, Crackheads und Nutten können das aus dir machen. Er kennt tatsächlich sehr viele Prostituierte. Das liegt an seiner Arbeit. Er war 10 Jahre bei der Sitte, bevor er zur Mordkommission kam. Ein schlimmer Aha. Job für einen Pfarrerssohn. Er war mit das ist jetzt gerade nicht so. Ja, doch, ich höre hier bei dem einen zu. Ben hat Alvarez des Mordes an einem vietnamesischen Mädchen beschuldigt. Aber der einzige Zeuge sagte nicht aus. Das war dein Vater, Jess. McCall glaubt, die Armee habe deinen Vater überredet zu schweigen. Ich höre noch die Videoszene. Um einen Skandal zu verhindern. Ja, ich auch. Danach hat McCall deinen Vater verachtet. Aber mein Vater würde niemals einen Mörder Ja, bei mir läuft's so. Ben muss sich vertan haben. Oder ist einfach verrückt. Okay, jetzt beendet. Ich bin soweit. Ausrüstung checken und dann los. Wo okay, Ausrüstung checken. Er wartet F im benutzen. Auto. Er wird uns fahren. Ja, was nehmen wir diesmal? Ich würde sagen, weil wir nichts Neues haben, werden wir zwei Uzis nehmen. Auf jeden Fall nie wieder die Schrotflinte. Aha. Ich würde sagen, wir nehmen die Fail. Fail. Okay. Ich nehme die K416. Die habe ich noch nicht. Und zwei Jerichos. Zwei Jerichos? Ach, nimmst du gar nicht die Uzi? Ich finde die Uzi geil. Ja, ich kann nur eine halten. Okay, gehen wir. Okay. Gehen wir. Ich warte auf dich. Ja, ich warte auf muss dich. F drücken. Muss F drücken. Ich brauche kein F drücken. Ich muss an die Tür. Ich muss F drücken. Ja, ich muss an die andere Tür. Nicht da, wo du vorstandest. Ja, ich habe da gestanden und an die andere Tür ganz. Ach so. Bereit. Ich will mich zuerst umsehen. Toll. Ja, kleines Arschloch. Alles klar bei dir? Mit deiner Zierbrille? Okay, bringt sie raus. Na los, Jess. Misch da rein. Okay, ich sitze hinten. Ja, ja. Alte Sack ist auch eigentlich eingestiegen. Gehen wir. Bereit? Okay, jetzt müssen wir alle schießen. Mal gut, dass ich diesen dicken Ballermann mitgenommen habe. Ganz gut. Keine Sorge, Jess. Oh, wie fährt denn der? Ist es weit? Ja, so wie sich das eigentlich gehört, ne? Die Unterbringung ist zwar nicht gerade elegant, dafür aber gut versteckt und absolut sicher. Sehen Sie lieber auf die Straße, Sergeant. Da ist aber jemand nervös. Oh. Keine Sorge, das war knapp. Das ist nicht mein erster Einsatz. Da kommen sie. Was zum Teufel? Eine Falle. D drücken. Bringen Sie uns hier raus, nach links. Runter, Jess, Kopf auf den Sitz. Los! Rufen Sie Unterstützung, McCall. Ah, jetzt krieg ich auch noch einen Anruf. Oh, Eddie, weißt du, dass Sammy sich einen neuen... Also, aus Unterstützung rufen, oder? Er schuldet dir Unmengen. Erzählt uns, dass er pleite ist und verarscht uns dann so. Du solltest dieses Arschloch fertig machen. Wo hat er geparkt? Da, wo er immer seine Geschäfte macht. Wenn die Pisser nicht denken sollen, dass man bei dir umsonst Geld kriegt, solltest du was tun, Esse. Vorsicht! Lass den Kopf unten! Hört das ja nicht auf mich! Wohin jetzt? Geradeaus! Mist! Aus dem Weg! Mach dich kalt! LAPD! Polizei! Aus dem Weg! Nach rechts! Sie sind direkt hinter uns! Nehmt sie euch vor! Festhalten! Scheiße! Oh, krass! Die Autos kaputt ballern! Ja! Das ist ja gleich wieder total viele... Oh, Müllwagen! Ja. Scheiße! Zurück! Zurück! Hier entlang! Pistole! Festhalten! Sie sind überall! Woher wissen Sie Bescheid? Jemand hat uns verpfiffen! Jemand von uns! Wer? Oh! Du hast so viele Zivilisten verletzt. Ich einen getötet! Einen ja. gerade! Mann! Und die im Auto saßen? Oh, ja, ich muss Autos zerstören. Aber nicht, wenn da Zivilisten drin sitzen. Ja, ich habe gerade einen einzigen erschossen. Jetzt sitze ich vorne, lol. Ich kann nicht aus dem Fenster, doch jetzt. Mist!
Naja, genau da gestartet, wo wir aufgehört haben. Hallo, okay? Na, ich hab einen dicken Ballermann. Mann. Er hat recht, McCall. Schalten Sie die Sirene. Sie verraten uns noch. Oh. Eisenbahn kommt von links. Und eine von vorne. Hinter uns auch eine. Oh. Was hab ich gesagt? Oh. Oh. Und da. Wir haben nur noch 17 Schuss. Haben Sie den Verstand verloren? Ja, jetzt soll wieder Munition bekommen. Reinsetzen. Ah, die Szene, die kommen mir bekannt vor. Ja. Ja, das ist jetzt die Szene, wo wir am Anfang angefangen sind mit. Ja. Scheiße. Oh mein Gott. Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Seht ihr noch ein? Aber jetzt wenigstens zusammen, Andi. Ja. Ich lade erstmal alle Waffen ab, weil gleich geht die Boss ab. Irgendwie total simpel gerade. Eigentlich ist er auch richtig gut fahrbar. Von hinten. Hinter uns auch. Ja, Hummer. Oder Hammer, besser gesagt, heißt es ja, ne? Wir müssen von dieser Straße runter. Den schwarzen kriegst du eh nicht raus. Das war's der Teufel. Bis jetzt kommt keiner, also sehr ruhig gerade, Andi. Ja. Ich lade mal wieder nach. Ja, genau. Passiert nichts. Gott sei Dank. Ja, in der anderen Videoszene ist hier richtig was explodiert und alles. Sie sind überall. Bei uns ist alles ruhig. Da hinter uns. Down. Oh ja, der fliegt! Vorne! Oh mein Gott! Krieg den nicht down, ich muss mich mal reinsetzen. Reinsetzen! Oh! Raketenwerfer, der! Und! Ja, ich weiß. Der brennt immer noch nicht hier. Ja, das jetzt hat er auch. Ich hab mit doppelt Uzi untere Teil des Autos schießen. Ich hab mit doppelt Uzi geschossen, die ganze Zeit. Wie so ein Geisteskranker, echt. Geht dort. Ich setze mich ganz kurz rein, da kriegt man nämlich wieder Muni. Hinten! Ist raus! LOL! Eins! Hab grad die Körper abgeschossen von denen. Jawohl! Okay, wenn ich bei der Einzelfeuer mache, seid ich schneller. Sie werden uns alle umbringen! Beruhige dich, Jess, das hilft uns nicht weiter! Festhalten!
Wow. Alter. Krass. Lass dich bei dieser Aufgabe nicht sehen. Sie hat eine Waffe. Er rechts. Das war meine Aufgabe. Oh mein Gott! Kopf runter! Was habe ich gesagt? Er hat eine Waffe. Das Versteck kennen Sie bestimmt auch schon. Viel nicht. Denken Sie schneller. Wir haben keine Zeit. Ah! Achtung! Oh! Oh! Alter, Leute, was geht hier ab? Was geht hier ab in diesem Spiel? Ich bin so perplex. Dempsey? Sind Sie okay? Sind Sie okay? Nicht hinsehen, Jess. Nicht hinsehen. Raus aus dem Auto! Er ist tot. Wir müssen weiter. Wir müssen hier raus. Jess! Okay, also und Jess, ja, unser Fahrer ist down, ne? Sieh mich an! Schneller! Da drüben! Bleib bei uns, Jess! Lauft! Lauft! Hinten! Jute Mataria! Verdammt! Alles, was ihr sagt, wird nicht gegen euch verwendet, weil ihr euch das Gras von unten angucken werdet. Du machst das schon! Hier kommt ihr nicht raus! Hier auf Doppel UC. Ja. Jess, bist du auf? Wir brauchen ein Auto. Aha, hab dich fotografiert. Jemand muss eins finden. Und dabei standst du dahinter. Noch lebt? Nein. Wollt ihr meine Hand sehen? Es ist Zahltag, ihr Penner. Beeilung. Andi, was stehst du da rum? Ich baller die Leute hier tot. Wir haben schon wieder Leck. Scheiße! Einfach weitermachen. Runter! Rechts! Okay, ich laufe weiter. Ja, ich hänge hier noch. Laufen deine langen Jungs auch mit weiter, oder? Nee. Und wie läuft's jetzt wieder zurück? Ich stehe hier noch. Ah. Mission gescheitert. Echt? Ja. Hinter dir ist einer. Ja, ich lass mich mal abschießen. Das kannst du nicht. Jetzt bin ich raus. Mission gescheitert. Ja. Mission fehlgeschlagen. Ja, Leute, wir hatten das jetzt wieder, dieses Problem. Da können wir halt nicht zu. Das liegt irgendwie am Spiel. Aber uns stört es nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Klar, es ist ein bisschen nervig, aber dadurch beurteile ich jetzt nicht das Spiel schlecht. Oh, ich schon. Sowas sollte schon funktionieren, wenn man das rausbringt. Ja, das schon. Ja, das stimmt schon. Ja, ich würde sagen, wir hören uns in dem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, Ilaui.